Ja, und jetzt vor Ort in Cleveland in der Parteitagsarena begrüße ich Martin Richter, meinen Kollegen. Guten Abend. Guten Abend nach Bonn. Wie ist denn die Stimmung nach diesen Tagen mit Tumulten, mit Chaos und einigen Siegesposen? Na, Helge Fuß, die Stimmung hier in der Arena, die Spannung steigt, kann man sagen. In gut einer Dreiviertelstunde wird hier der letzte Parteitagsabend eröffnet durch den Parteivorsitzenden Reince Priebus, der auch hier diesen Parteitag, dann durch Paul Ryan, den Sprecher des Repräsentantenhauses, der hier auch diesen Parteitag leitet. Und in gut ein paar Stunden um 22.30 Uhr Ortszeit, also etwa 4.30 Uhr deutscher Zeit, wird Donald Trump die Bühne betreten. Er wird eingeleitet von seiner Tochter Ivanka Trump. Und dann werden wir alle erfahren, wie seine Rede hier aussehen wird, was genau er sagen wird und mit welchen Worten er hier die Delegierten und die Amerikaner zu Hause von dem Fernseher einfangen wird. Und bei mir ist ein Kollege von dem bekannten Politik- und Nachrichtenportal Politico, Ryan Heath. Ryan, you've been covering this convention the last days. Now, what is your first impression about the RNC? Die letzten Tage über den Parteitag berichtet. Wie ist denn Ihr erster Eindruck jetzt? Viel Zwietracht hier. Ich hätte mehr externe Protestierende erwartet, Protestanten. Ich hätte aber nicht erwartet, dass es so viel Zersplitterung innerhalb der Partei gibt. Also die Leute teilen sich gegenseitig Schläge aus von morgens bis abends. Es gibt jeden Tag ein neues Drama. Also hier gibt es wirklich diese extremen Protestierer, Demonstranten am Rand. Es gibt sehr viel hohe Spannung hier im Parteitag. Sie haben ja gerade die Situation erwähnt. In den letzten Tagen gab es ein paar Spannungen, viel Diskussion für Sie als Korrespondent. Wie ist denn Ihr Eindruck der Partei? Die sind wirklich jetzt in Gefahr einer langfristigen Spaltung. Dieses Verhalten, was man letzte Nacht von Ted Cruz sah, weist nicht darauf hin, dass hier eine kleine Fraktion am Start wäre, die bald wieder weggeht. Nein, er hat sich wirklich geweigert, Trump zu unterstützen. Er denkt schon an 2022 und er ist nur einer von denen. Dann gibt es den 2020, dann gibt es John Kasich, den anderen geschlagenen Kandidaten, der sich ebenfalls ähnlich verhält. Und er hatte aber nicht die Gelegenheit, das auf der Bühne zu tun. Dann hatten sie die Trump-Familie, die es ganz schwierig fand, aus der Krise wieder rauszukommen, die sich selber reingemanövriert haben mit der Rede von Melania Trump. Was sagt das denn nun aus über die Republikanische Partei, dass Donald Trump jetzt der Präsidentschaftskandidat ist und heute seine große Rede? Was sagt das über die Partei aus? Das bedeutet, dass die Partei gekidnappt wurde von der Trump-Familie. Wenn man sich anschaut, wie das hier von den Medien der USA in der Berichterstattung auftaucht, dann ist bei CNN oder anderen zu lesen, dass 8 Mitglieder der Trump-Familie die meisten Klicks in den sozialen Medien haben. Es ist wirklich eine Trump-Show und das ist nicht eine Sache, die was mit Politik zu tun hat. Kein Kampf um Ideen. Was man hier sieht, ist eine Familie, die versucht, sich mit ein paar Werten und Ausdrucksmöglichkeiten präsentiert. Und die sagen aber nicht, so sehen wir die Welt und so wollen wir es erreichen. Hier ist überhaupt kein nachhaltiger Plan für eine Partei zu sehen. Und werden die Menschen, die sich wirklich um Außenpolitik kümmern, werden die denn jetzt wirklich Trump wählen können? Diejenigen, die sich darum kümmern, wie Amerika in der Welt angesehen wird, wie werden die reagieren? Es wird sehr schwierig, das alles wieder zusammenzufügen, sobald der Wahlprozess vorbei ist. Sie haben erwähnt, dass die Trump-Familie hier auftritt. Jede Nacht tritt ein Mitglied der Trump-Familie auf und spricht zu den Delegierten, insbesondere um Trump ein menschlicheres Aussehen zu verleihen. Funktioniert das denn so? Oder versuchen die das jetzt wie eine Dynastie zu handeln, wie die Kennedys? Nun, auf einer Ebene funktioniert es, weil das einfachen Menschen gefällt, die sich nicht für Politik interessieren. Die Kinder von Trump sind viel weicher, treten verbindlicher auf und gleichzeitig ist das aber nicht wirklich etwas, was nun für die Partei spricht. Die sehen so ein bisschen aus wie König und Königin in Versailles vor ein paar hundert Jahren. Sie sehen nicht aus wie Menschen, die eine offene Wirtschaft mit Selbstvertrauen in die Welt voranbringen wollen. Das ist wirklich so ein Familienansatz, den wir hier erleben. Das funktioniert vielleicht für diese Wahl, wenn sie Glück haben, aber es wird nicht langfristig für die Republikanische Partei funktionieren. Die letzten Tage waren ja nicht so nett für Donald Trump.
mit den tumultartigen Szenen hier am Montag, dann Dienstag die Rede seiner Frau, die doch starke Parallelen zu der Rede von Michelle Obama aufwies, dann gestern der Auftritt von Ted Cruz. Was wird er denn heute Nacht tun, um diese ganze Energie des Parteitags nun zu seinen Gunsten zu wenden für seinen Wahlkampf? Nun, er hat ein Skript. Er hat ja geprobt, wie es mit dem Teleprompter funktioniert. Also wir wissen, dass er auch sein Skript durch eine Software hat laufen lassen, um festzustellen, ob irgendwelche Plagiate drin sind. Also das ist typisch für den Trump, den wir kennen. Er wird versuchen, diszipliniert aufzutreten, aber er wird keine Kompromisse zu seinen Botschaften eingehen. Er ist ja auch gar nicht interessiert an der Einheit der Partei. Er ist überhaupt nicht, er ist eher daran interessiert, dass es immer Kämpfe gibt, um zu zeigen, dass er ein harter Junge ist in diesen Kämpfen. Denn die Frage ist ja, wenn er sich um Parteieinheit kümmert, dann würden die Leute sich ja fragen, hat er etwa nachgegeben, ist er weich geworden? Also er wird versuchen, das wirklich auf Grundlage eines durchgearbeiteten Skripts rüberzubringen. Er ist ja immer gut für Schlagzeilen. Zum Beispiel hat er das NATO-Bündnis infrage gestellt, wie man das Einstehen für Bündnispartner. Ist das typisch für ihn oder hat er da irgendwie was anderes gesagt, als im Redemanuskript stand? Gibt es da was Typisches für ihn? So die Medien, den Medien was hinzuwerfen, das ist ganz typisch für ihn. Es ist ganz typisch für ihn, dann hinterher zu sagen, das war ein Fehler, und dann ist es typisch hinterher zu sagen, dass im Skript was ganz anderes stand. Dann sagt er wieder, nein, es war genau das, was ich sagen wollte. Also es ist diese, das ist einfach eine Taktik von Donald Trump. Ich habe mit seinem Politikberater gesprochen und er sagte, guck mal, wir versuchen hier eine Marke zu setzen. Wir versuchen zu zeigen, wohin wir wollen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, okay, wie soll das denn geschehen? Wie wollen wir denn dafür sorgen, dass die NATO-Mitglieder mehr Geld geben für diese Vision? Es gibt keinen Zeitplan, es gibt keinen Plan für einzelne Schritte. Und dann ist ihnen irgendwann klar geworden, dass das ziemlich lange dauern würde, sowas zu erreichen, worüber Trump die ganze Zeit redet. Aber das ist seine Taktik. Seine Taktik ist, ein bisschen rassistisch zu sein, ein bisschen sexistisch aufzutreten, ein bisschen fremdenfeindlich aufzutreten und wirklich Konflikte zu provozieren. Und immer, wenn es dann knallt, sagt er, ach nein, es war ein Missverständnis, dann ist die Schlagzeile aber schon mal draußen. Und dann versucht er sozusagen aus den Provokationen und ihren Richtigstellungen aus beidem zu profitieren. Und immer mehr Menschen werden sich fragen, hat Donald Trump überhaupt das Temperament, das jemand braucht, um aus einer wichtigen Position die Nation zu führen, wenn er immer wieder, wenn er erstmal im Weißen Haus sitzt, sich in solche Ecken manövriert. Nun, was kann man denn jetzt erwarten bis November von Donald Trump? Wenn man sich anschaut, Mike Pence, sein Vizepräsidentschaftskandidat, die beiden zusammen funktioniert das. Das ist fast komisch. Ich sehe sie überhaupt nicht als funktionierendes Paar. Das ist fast wie ein Comic-Paar. Letzten Sonntag gab es ein Interview mit beiden für 60 Minuten und Mike Pence durfte gar nicht sein. Der war sozusagen wie der Schoßhund, also wie Chris Christie behandelt wurde von Donald Trump, auch der Gouverneur von New Jersey. Er kann überhaupt nicht der Versuchung widerstehen, den Mund aufzureißen, wenn jemand neben ihm steht. Und das wird jetzt die nächsten Wochen so weitergehen. Donald Trump versucht dann immer wieder die Verfahren zu durchbrechen, mit Tweets durchzudringen. Aber wenn man die beiden zusammen auf eine Bühne stellt, Trump und Pence, dann läuft das nicht gut für die beiden. Pence hat hier einen guten Job abgeliefert, aber er hat kein Feuerwerk abgebrannt wie Sarah Palin und er hat keine Fakten wie Paul Ryan vorgetragen. Und es wird in vielen Gelegenheiten, viele Gelegenheiten noch geben, wo es schief läuft. Vielen Dank für das Interview. Hier von einem der Medienvertreter. Knapp 15.000 sind ja hier und wir werden alle mit Spannung darauf warten, was Donald Trump heute zu verkünden hat. Wir melden uns hier wieder um 3 Uhr deutscher Zeit. Damit erstmal zurück nach Bonn zu Helge Fuß. Martin Richter, vielen Dank für diese ersten Eindrücke.